herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch in der Akademie für Menschliche Medizin. Und ich habe heute nicht zum ersten Mal den Herrn Burkhard Hock bei mir, ein Heilpraktiker, der eine ganz besondere Ausbildung genommen hat, nämlich er hat sich für die Orthopädie interessiert. Ich kenne also sonst fast niemanden, der das in dieser Form gemacht hat und dort intensiv gearbeitet hat. Und aufgrund seiner ersten Ausbildung in seinem Leben hat er dann seine Daten auch noch toll gesammelt. Eine ganze Datensammlung mit Tausenden von Fällen, aus denen er einen Algorithmus entwickelt hat. Aber über den wollen wir heute nicht sprechen, sondern wir wollen heute sprechen über ein uns beiden sehr am Herzen liegendes Thema, nämlich unsere Jugend. Und das Thema lautet, wie aus einer funktionellen, einer anatomischen Beinlänge wird, wenn wir uns um die Kinder nicht kümmern. Willkommen, Burkhard. Grüß dich, Jörg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, und ich bin gespannt, was du uns zu berichten hast. Tja, das, wie du schon angesprochen hast, es gibt Sachen, die liegen einem sehr nahe am Herzen. Und wenn man die medizinische Betrachtung über die letzten 2 Jahrzehnte oder 3 Jahrzehnte, wo ich eben mal hinschauen durfte, mal betrachtet, und dann stellt man fest, dass es ganz einfach Situationen gibt, die einem sehr zu denken und mir sehr zu denken geben. Und ich stelle eben fest, dass bei Kindern bis 12 Jahren wird praktisch Vorsorge betrieben und danach gibt es eine freiwillige Möglichkeit. Und die Zahlen der Gesundheitsbehörden sagen, dass von den Möglichkeiten nur 25% der Kinder und Jugend, also Jugendlichen speziell, dass die praktisch von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Ja. Und da habe ich mir mal so verschiedene Gedanken gemacht. Und zwar war es so, dass ich in der Entwicklung meiner Arbeit mich eben sehr viel mit Statik, mit Achsen beschäftigt habe, also mit physikalischen Gegebenheiten. Und bei diesen physikalischen Gegebenheiten geht es in der Regel darum, dass niemand fragt, wo tut es weh, sondern die Physik fragt, stimmen deine Achsen, lieber Patient? Und wenn die Achsen nicht stimmen, und das kommt wieder in meiner Erfahrung dazu, kommen die Probleme von ganz von alleine. Also da müssen wir gar nichts grob dazu tun. Aber wenn die Achsen nicht stimmen, dann gibt es ganz einfach Ärger. Und in diesem Zusammenhang habe ich ganz viel recherchiert und habe eben mit Unterstützung von dem Chef von der LMU in München durfte ich eine Entwicklung von dem Iliosakralgelenk mal verfolgen, in ein altersgerechtes entwickeln. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was erstmal selbst der Professor Putz so in dieser eindeutigen Position nicht gesehen hat. Er hat nämlich eins zu mir gesagt, Iliosakralgelenk ist etwas ganz Besonderes. Und er hat mich dann sogar eingeladen zu sich in die Uni und da durfte ich eben eine Minimalstudie über Iliosakralgelenke machen und deren Entwicklung. Und ich durfte da auch Bilder davon machen und die habe ich eben auch bei mir in meinen Dokumentationen, werden diese Bilder auch dargestellt. Und da war es ganz einfach so, dass die Feststellung, Iliosakralgelenk mehrere Altersphasen durchschreitet. Okay. Wenn man jetzt betrachtet, wenn ein Kind auf die Welt kommt und bis zur Pubertät findet das Iliosakralgelenk nur als eine glatte Kontaktfläche statt. Das heißt also, da ist noch kein großes, ausgebildetes Iliosakralgelenk da, sondern nur Kontakt. Und wenn man, da habe ich eben ein Bild mit von einem ganz, ganz kleinen Kind, was auf die Welt gekommen ist und leider verstorben war, da wurde praktisch die ganzen Gelenkstrukturen mal aufgenommen und dann hat man gesehen, dass es glatte Gelenkflächen sind. Das heißt, es gibt keine vorgegebene Form von Bewegung. Und im Rahmen der Pubertät, das hat man dann auf den verschiedenen Altersstrukturen gesehen, bis ungefähr zum 20. Lebensjahr,
beginnt die Struktur sich zu verändern. Und da in dieser Zeit auch die Knochendichte bzw. die Knochenzusammensetzung sich gewaltig ändert, gibt es eine Situation, die dann am Ende, also sagen wir mal mit 20, praktisch eine Aussage zutrifft, wenn jemand mit einer ISG-Blockade in die Pubertät hineingeht und geht mit dieser Fehlstellung vom Iliosakralgelenk auch durch die Pubertät hindurch und kommt am Ende an und es wird nichts gemacht, dann haben wir eine Situation, dass wir auf einmal aus einem funktionellen Beckenschiefstand einen anatomischen Beckenschiefstand machen. Und daraus resultieren dann wieder die ganzen, ganzen Probleme, die so auftauchen, wie man altersgerecht eben Probleme kriegt mit verschiedenen Gelenken, mit verschiedenen Wirbelsäulenerkrankungen und so weiter. Ne? Das heißt also, dass diese ehemalige Beweglichkeit dann entfällt und dieser Schiefstand fixiert ist. Ja, man muss sich das so vorstellen. Also ich gehe noch mal ein bisschen so jetzt ins Detail, damit die Zuhörer das im Endeffekt auch verstehen. Das Iliosakralgelenk hat eine einzigartige Stellung innerhalb der Gelenke vom Menschen. Okay. Denn alle Gelenkflächen, die wir so in der Regel haben, bis auf das Iliosakralgelenk, werden von Muskeln eingestellt. Das heißt also, wir haben glatte Gelenkflächen. Also ich nehme jetzt mal ein Hüftgelenk, haben wir eine Pfanne, haben einen Kopf und dann können wir hier ganz einfach bewegen. Und das haben wir im Endeffekt, wenn man jetzt Kniegelenk betrachtet, haben wir jetzt keine Pfanne, sondern zwei aufeinanderliegende Knochenstrukturen, aber die sind auch wieder rund. Das heißt, die lassen Bewegung zu, aber schränken sie nicht ein. So, und bei dem Iliosakralgelenk ist eben bis zur Pubertät eine glatte Gelenkfläche. Und der Professor Putz, der hat es schön beschrieben, der hat gesagt, natürlich viel kleiner wie eine Handinnenfläche. Die Randbelastung, hier wird das Iliosakralgelenk belastet und in dieser Höhle hier, in dieser Mulde, da drin befindet sich Synovialflüssigkeit. Deshalb ist das Iliosakralgelenk ein richtiges Gelenk, das heißt also mit Synovialflüssigkeit und einer Kapsel. Wenn wir jetzt diese Situation betrachten, dass wir jetzt aufeinanderliegende Flächen haben und die sind noch glatt, die können sich also gegenseitig bewegen. Ja. Und im Laufe der Pubertät sieht es so aus, dass sich diese Gelenkflächen strukturieren, das heißt, sie verzahnen sich. Und das ist das Einzigartige an diesem Iliosakralgelenk. Das gibt es bei keinem anderen Gelenk im Körper. Und ich übertreibe jetzt mal, ich nehme jetzt mal hier diese Haken. Ne? Ja. Natürlich viel, viel kleiner. Und jetzt habe ich hier den Kreuzbeinanteil vom Iliosakralgelenk und hier den Hüftbeinanteil vom Iliosakralgelenk. Und diese Fugen, die können jetzt, wenn man zum Beispiel stürzt auf den Hintern, und das machen die allermeisten Kinder, die können verspringen und werden von dem Bandapparat, wird das Becken in sich fixiert und die verspringen durch diesen momentanen Impuls, kommen aber von alleine nicht mehr zurück. Und daraus entsteht eine Situation, dass wir ein fehlstehendes Becken haben und je nachdem, wie die Position vom Fallen her ausgesehen hat, wie der Winkel aussah, können wir, wenn wir jetzt mal in diese Richtung fallen, können wir ein längeres Bein erzeugen auf der Seite, ein funktionell längeres Bein. Und auf der anderen Seite, wenn wir in diese Richtung fallen, ein funktionell kürzeres Bein. So, und jetzt wird es interessant, weil wenn wir jetzt mal so pauschal betrachten, dass es da so verschiedene Aussagen gibt, wie ich habe eine Übung, mit der kann man den Beckenschiefstand beseitigen. Also wenn das so in den Medien, wenn es jemand sagt und ich sage, Entschuldigung. Und ich sage jetzt, wenn
jemand weiß, dass es 7 verschiedene Möglichkeiten eines Beckenschiefstands gibt und jemand sagt, er hat eine Übung, mit der man das machen kann, dann weiß man um das Fachwissen von dieser Person, weil das funktioniert ganz einfach nicht, weil man müsste dann, wenn man jetzt mal guckt, wie kommt denn ein Beckenschiefstand zustande? Das kann ein Sturz sein, das kann eine Erkrankung sein, das kann zum Beispiel unterschiedlich gebeugte Knie sein, zum Beispiel. Schon habe ich einen Beckenschiefstand. Und das ist total unterschiedlich und es muss genau befunden werden. Aber wir brauchen dazu in der ersten Instanz brauchen wir die Beinlänge. Wir müssen gucken, wie sehen die Beinlängen aus und dementsprechend muss dann weiter geschaut werden, ob das eine Becken so oder das andere so verdreht ist oder ob ein Knieproblem da ist, ob ein Sprunggelenkproblem da ist, ob ein Morbus Pertes oder eine Hüftdysplasie da ist. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie so ein Beckenschiefstand im Endeffekt zustande kommt. Es gibt aber jetzt eine grundsätzliche Aussage, und zwar wir kommen wieder zu Physik, und das ist eben mein Schwerpunkt, meine Arbeit. Wenn das Becken im Endeffekt gerade steht, dann haben wir die Wirbelsäule in der Regel 90 Grad auf dem Becken stehen. In dem Moment, wo ein Becken schief steht, und da spielt es keine Rolle, wo die Ursache her ist, ne? Also ob das jetzt durch einen Sturz ist oder ob es vom Knie herkommt oder vom Sprunggelenk oder durch einen Pertes oder eine Dysplasie, das ist alles egal. In dem Moment, wo wir das verlassen, verändern wir automatisch die Position der Wirbelsäule zum Becken und da die Augen und unser Kleinhirn Priorität 1 haben für die Koordination im Raum und fürs Gleichgewicht, haben wir eine Situation. Diese Situation wird automatisch in eine Skoliose hineinführen. So, das heißt also, egal woher der Beckenschiefstand gekommen ist, es wird immer eine Skoliose draus entstehen. Und wenn ich dann sehe, dass man von der Seite der Schulmedizin sagt, ja, einen halben Zentimeter, dreiviertel Zentimeter, das gleicht der Körper schon aus. Die haben ja recht, er gleicht es aus, aber immer über eine Skoliose. Und in dem Moment, wo er über eine Skoliose ausgleicht, haben wir, wenn man jetzt die Oberkörper- und Beinmuskulatur betrachtet, haben wir immer ein Missverhältnis von links nach rechts. Also ich sage mal, wenn wir auf der rechten Seite ein längeres Bein haben und gleichen erstmal nach links aus mit dem Becken, also mit der Wirbelsäule, und gleichen dann zurück aus, dann kriegen wir zum Beispiel auf der rechten Seite einen Quadratus lumborum, der zu kurz ist, und auf der linken Seite einer, der zu lang ist. Ja. Jetzt hänge ich aber so schief da, gleiche oben wieder dagegen aus, und schon ändert sich diese Verhältnismäßigkeit. Und wenn man das betrachtet, merkt man erstmal, was wir mit uns anstellen, damit wir im Endeffekt ein Fall für die Orthopädie werden. Ne? Ja, zwangsweise. Das ist ganz einfach zwangsweise so der Fall, ja. Und jetzt kommen eben jetzt kommt so die Situation, was passiert denn, wenn wir Beckenschiefstand haben? Eben das auffälligste Merkmal ist ganz einfach, dass wir unterschiedlich lange Beine haben. Und wenn ich jetzt unterschiedlich lange Beine nehme und lege einen Patienten in der Achse vor mir hin, und das werden wir hier mit Sicherheit auch nochmal mit einem Bild oder zwei Bildern mal einfügen, damit man sich das mal vorstellen kann. Und das Ganze, was ich da erzähle, ist sowieso in der orthopädischen Hausapotheke, ist das Ganze ausführlich auch beschrieben. Wenn wir das haben, dann haben wir schon mal eine Aussage, sind die Beine unterschiedlich lang? So, und in dem Moment müssen die Eltern im Endeffekt eine Funktion übernehmen, die eigentlich von staatlicher Seite auskommen müsste. Und diese staatliche Ecke, die Seite, die müsste im Endeffekt nach dem 12. Lebensjahr einsetzen, weil bis zum 12. ist alles geklärt. Okay. Sollte geklärt sein. Und dann unterhalten wir uns über 8 Jahre bis zum 20. Lebensjahr. Und da werden eben die Kinder und die Eltern dazu alleine gelassen, weil da gibt es überhaupt keine
Betrachtung mehr, die da in irgendeiner Form mit reinspielt. Und jetzt bin ich mal ein kleines bisschen frech, wenn ich behaupte, auch wenn in diesen 8 Jahren die Schulmedizin die Kinder überprüfen würde, würden sie trotzdem das, worauf es ankommt, nicht finden. Denn in meinen Seminaren sehe ich es ja, wenn Ärzte, Orthopäden frisch von der Uni kommen mit 12 Semester Facharztstudium und haben kein Wissen über Orthopädie. Die haben nicht das Wissen, um ein Hüftgelenk auszutesten, geschweige denn, um den Beckenschiefstand festzustellen. Das ist wirklich beängstigend. Also da wird mir in meiner Praxis Angst und Bange, wenn ich das sehe, was da läuft. Aber operieren können die. Operieren von morgens bis abends. Ja, und das lernen sie ja auch. Ne? Das lernen sie auch. Und ich hatte einen Orthopäden bei einem meiner letzten Seminare vor Corona. Und der konnte nach 12 Semester Facharztstudium nicht die Bewegungsamplitude eines Hüftgelenks mir zeigen. Das konnte er nicht. Und er hat gesagt, wenn du mir zeigst, wie das geht, dann kann ich das machen. Aber ich habe es nicht gelernt. Ja. Ja, und dann habe ich eben gedacht, der treibt mich halt an, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass einer nach 12 Semester Facharztstudium das nicht konnte. Und dann habe ich in meinem Familienkreis nachgeschaut, da haben wir eine frisch gebackene Ärztin, die hat in Regensburg ihren Arzt gemacht und ihre Ausbildung und dann noch eine weitere, die hat in Frankfurt ihren Hausarzt gemacht. Und da haben wir uns im Familientreffen und darüber unterhalten, was bekommt ihr für ein praktisches Wissen mit. Ja. Und dann haben die gesagt, wenn wir in der Praxiszeit in Krankenhäusern, wenn wir eben so Praktikas machen müssen, nicht den Oberarzt löchern, dass er uns doch bitte mal irgendwo hoffentlich was sagt über Krankheiten und wie man sie behandelt, dann hätten wir kein praktisches Wissen. Und das darf es in so einer angeblich hohen Kultur, ne, wie wir sie in Deutschland haben wollen oder wie es sein sollte, darf das nicht sein. Ja, absolut. Ja. Ja, und da fängt eben bei mir jetzt so diese Diskrepanz an zwischen auf der einen Seite sollte man ja niemanden jetzt mal irgendwie bemängeln oder so. Auf der anderen Seite, wenn ich da sehe, was da läuft, da würde ich mich ja schuldig machen, wenn es weiter so läuft. Und ich möchte ganz einfach darauf hinweisen, ob da was draus passiert. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das kann ich nur sagen, wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen und die seit vielen, vielen Jahren Probleme haben. Und wenn ich dann sehe, was da noch an Therapie hinten dran steht, das ist, ja, da gehen Sie mal hin, machen Sie mal 6 Physiotherapie und wenn das dann nichts nützt und dann können Sie sich ja operieren lassen oder sollten Sie sich operieren lassen. So ist in der Regel die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Ja. Und wenn ich dann sehe, was wir in der Praxis noch hinrichten können, ne, mit ganz, ganz einfachen probaten Mitteln. Ne? Und da ist überwiegend eben mal den Beckenschiefstand überhaupt wegzubringen, erst mal festzustellen, was ist denn überhaupt die Ursache dieses Beckenschiefstands. Und da haben wir uns eben, oder habe ich mich darauf spezialisiert, wenn ein Heilpraktiker heutzutage sagt, da und da in der Ausbildung von einem Orthopäden stimmt was nicht, ne? Dann wird mit Sicherheit von vielen Seiten ein kleines, leises Lächeln entstehen und nach dem Motto, ja, der hat ja sowieso keine Ahnung. Ne? So. Und ich brauche auch die Ahnung nicht mehr, aber darüber sprechen wir in einem anderen Spitzengespräch, wenn es um Daten geht, weil ich habe ganz einfach handfeste Argumente, um das zu bestätigen, was ich da zu sagen habe. Und wenn ich dann die Eltern noch dazu kriege, dass die Eltern sich mal mein Credo alle Monat einmal
eine halbe Minute ein Kind mal kontrollieren, sind die Beine gleich lang. Und das ist die einfachste Sache der Welt. Und dann kann man zumindest sagen, es stimmt was nicht. Und dann muss man sich halt jemanden, einen Therapeuten, der zum Beispiel bei uns eine Ausbildung gemacht hat, da muss man sich einen suchen in Deutschland, der ihm dann praktisch die Hand gibt und sagt, ich schau mal, was die Ursache ist, um dann zu sagen, mach diese Übung, mach diese Übung, mach diese Übung. Das ist das Wichtige dabei. Ne? Burkhard, und wie sieht dann die einfachste Übung der Welt für die Eltern aus? Die einfachste Übung, wir können das jetzt mit Sicherheit parallel dann, wenn das fertig ist, mal einblenden, sieht ja so aus, dass das Kind am Boden, auf dem Rücken vor einem liegt, die Beine ausgestreckt, die Körperachse, die stimmt, ist gerade und ich nehme nur die beiden Füßchen von dem Kind in die Hand, drehe die so, dass im Endeffekt die Zehen Richtung Kopf zeigen, so ein bisschen vorgespannt werden und dann schaue ich nur hinten nach der Ferse, ob die Ferse gleich oder versetzt steht. Okay. Und wenn man das sieht, dann weiß man, da ist ein Beckenschiefstand da. Okay, das ist wirklich keine große Kunst, wenn man weiß. Nein, das ist mit null Technik. Also das kann jeder oder jede Person, da gibt es keine Ausrede von meiner Seite. Ne? So, das kann jeder. Ja. Super. Gut. Was haben wir noch zu, oder was kannst du denn dann machen, wenn jetzt jemand kommt mit so einem fixierten Beckenschiefstand? Ja gut, von der Grundlage her sieht es so aus, dass ich mir zuerst natürlich mal das Becken und die Beine und die ganzen Gelenke einmal anschaue. Denn wenn man, kommen wir mal zu den Kindern, und bei den Kindern ist es ja so, dass es da zwei Begriffe gibt, die ein bisschen Angst einschlößen. Das ist einmal eine starke Hüftdysplasie und einmal ein Morbus Perthes. Bei der Hüftdysplasie haben wir ja eine abgeflachte Gelenkpfanne und dann kann sich der Kopf eben nach oben und unten bewegen. Wenn so ein Fall eintritt, dann gibt es in der Regel eine Möglichkeit über Stabilität von einem Muskel, der den Hüftkopf mehr in der Achse hält und ihn nicht so nach oben und unten gehen lässt. Das Gleiche gilt im Endeffekt für den Morbus Perthes. Bei dem Morbus Perthes handelt es sich um eine Degeneration im Endeffekt vom Hüftkopf. Das heißt, der wird zerstört und dann hat man anstelle von einem großen Hüftkopf nur einen kleinen Hüftkopf und der bewegt sich und dann kann er eben auch immer wieder eine Beinlänge verursachen. Diese beiden Erkrankungen werden in der Regel nicht während der Jugendzeit therapiert, denn man sollte die Wachstumsfugen geschlossen haben, bevor man da irgendetwas macht, weil man weiß auch nicht, wie sich die ganze Situation überhaupt entwickelt in diesem Moment, wenn man das jetzt, sagen wir mal, im 13. Lebensjahr feststellt. Und ich habe da ein tolles Beispiel dazu. Das ist ein Patient, der hieß Silvio, der kam mit 9 Jahren zu mir und hatte ein Wahnsinns-Schicksal, weil er hatte 4,5 Zentimeter Beinlängendifferenz. Und dann bin ich hergegangen und habe mein Schneidermaßband, was bei mir eben an meinem Werkzeug, wo auch eine Wasserwaage sich befindet, so die total typischen Merkmale für einen orthopädischen Heilpraktiker, ne? Habe ich ein Metermaß genommen, habe mal gemessen und habe gesagt, da ist ja so eine ganz, ganz große Beinlängendifferenz und ich müsste mal wissen, wie es da innen drin aussieht. Die Mutter, die hat sich total darüber aufgeregt, dass nach dem Besuch von 2 Unikliniken und einer Kinderschmerzklinik eine in Heilpraktiker hergegangen ist und hat jetzt die Beinlängendifferenz erstmal gemessen und festgestellt. Da hat überhaupt keiner hingeguckt bisher. Und dann war die Situation die, dass ich eben die zu dem überweisenden Arzt zurückgeschickt habe und habe gesagt,
Ich brauche eine stehende Aufnahme, wo praktisch das komplette Becken inklusive der Füße auf einem Bild drauf sind. Okay. Und dann ist der eben zurück zu dem, also das Kind zurück zum überweisenden Arzt. Und der Arzt hat dann wiederum eine radiologische Untersuchung angeordnet, stehende Aufnahme, AP-Aufnahme, und hat das durchführen lassen. Und dann haben wir gesehen, dass das rechte Bein, sowohl der Unter- als auch der Oberschenkel 1,5 cm länger waren. Und dann gibt es ja noch die Bezeichnung des Coxa valga, also des Steilstellung im Endeffekt vom Hüftkopf. Und das war auch nochmal insgesamt mit 1,5 cm dabei. So, und dann kam die mit dieser Aussage und dann ging es darum, da Hilfe zu schaffen. Und da war mein Vorschlag, dass wir in kleinen Schritten richtig Schuhsohlenerhöhungen machen. Und dann sind wir hergegangen und haben in halb Zentimeter Schritten alle Monat in halben Zentimeter adaptiert. Und der Junge ist jetzt 22 Jahre alt und hat gleich lange Beine. Also auch von der Seite her kann man sehen, wenn man da jetzt operiert hätte, ne, dann hätte man eine normale unterschiedliche Wachstumskurve, hätte man missbraucht und hätte daraus eine anatomische Beinlänge gemacht, durch die Operation. Ne, so. Und ja, und das war dann so lustig, die ging dann eben wieder zurück zu ihrem Hausarzt, der mir das Kind überwiesen hatte, und der hat dann, weil er gesagt hat, ich kann keine Schuherhöhung verordnen, das muss der Orthopäde machen. Und dann wurde das Kind zum Orthopäden geschickt und der hat sich dann das Röntgenbild angeguckt. Jetzt muss ich noch etwas einfügen. Die Aufnahme, die man jetzt komplett Bein und Becken, ist natürlich so hoch, ne, also riesig hoch. Und da geht man runter und rechnet die digitale Runde auf 40%. So. Und so mit dem Bild 40% heruntergerechnet ist die zum Orthopäden gegangen. Und dann hat der Orthopäde zu ihr gesagt, wegen diesen paar Millimetern tue ich keine Beinlängendifferenz verordnen. Und dann ist die Frau, hat sie gesagt, aber Sie wissen schon, dass das auf 40% runtergerechnet ist, hat die Mutter ihm gesagt. Und dann hat er sie angefaucht und dann ist die Mutter, hat sie auf der Stelle rumgedreht, hat den Knaben an die Finger genommen und hat ihn rausgezogen und hat gesagt, nie mehr, nie mehr. Und, so. Okay. Ja. Und das sind so Sachen, wo man dann, wenn man dann als Heilpraktiker kommt und sowas sagt, das wird erstmal so in den Bereich von Grimms Märchen oder so reingeschoben. Aber das ist tagtäglich. Also das ist in meiner Praxis so, ne? Ja, wenn die Eminenzen zuschlagen, dann ist kein Auge mehr trocken. Ist schon traurig, ja. Ja, gut, das ist natürlich ein eindrucksvolles Beispiel gewesen, Burkhard, ja. Ja, und da habe ich aber auch wiederum Ärzte, ne, die haben das ja mit begleitet. Also es war jetzt nicht so, dass ich da eine Erfindung draus mache, sondern da gibt es eine ganz klare Krankenakte, da gibt es einen ganz klaren Befund von Seiten der Schulmedizin. Und dann kommt der Burkhard und hat gemessen. Und die haben vorher diese Beinlängendifferenz ja gar nicht festgestellt, ne? Weil man einen Patienten überhaupt nicht anschaut. Und das ist Thema bei mir in der Praxis, weil die Leute, die bei mir untersucht werden, die werden komplett grundsätzlich von unten nach oben komplett untersucht. Und es kann sein, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, deutlich Beinlänge, dann haben wir noch unterschiedliche Kniepositionen von der Beugung und dann haben wir automatisch einen Quadratus Lumborum, der sich dieser Situation anpasst. Dann haben wir eine Situation, wo ich dann sage, wir machen jetzt nur mal heute bis hier, weil das wird so abartig viel, weil wenn dann die Skoliose noch betrachtet wird, die Halswirbelsäule, Atlas, Kiefergelenk, das kommt ja noch alles, was da hinten dran hängt. Ne, so. Und wenn man das sauber wirklich therapieren will, dann kann man nicht hergehen und kann sagen, ich mache jetzt in 20 Minuten eine Befundung, wo dann unterm Strich
im Endeffekt nichts mit Ursachenforschung im Endeffekt zu tun hat. Ne? Ja, gut. Wir haben jetzt einige Beispiele gezeigt. Um unsere Hörer nicht zu überlasten, würde ich sagen, du hast da noch was Neues. Du hast was ganz Tolles gemacht, nämlich du hast deine Informationen verfügbar gemacht im Internet. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja gut, ich kann da schon was darüber erzählen, denn ich habe eben auch durch deine Intervention habe ich mich dazu veranlasst gesehen, notgedrungen, Spaß beiseite, das habe ich natürlich gerne gemacht und bin hergegangen und habe eben vor 5 Jahren die orthopädische Hausapotheke geschrieben. Und die orthopädische Hausapotheke, die gibt es eben in Papierform und die ist übrigens bei euch über AMM, kann man die bestellen und es sind 3 Bände und da gibt es einen Band, alle Beingelenke, Band 2, die ganze Kreuzdarmbeingelenk, ganze Wirbelsäule bis zum Kiefergelenk und Band 3, die ganzen Armgelenke inklusive eben Schultergelenk. Und da kann man im Endeffekt Hilfe finden, eben als Laie auch, weil der Ablauf, das ist ein ganz ein einfacher. Jedes Gelenk wird nach den gleichen Regeln besprochen. Das heißt, wir haben eine Steuerung über die Kopfzeile und das ist jetzt zum Beispiel am Anfang grün und dann steht dort, welche Bewegung sollte man mit diesem Gelenk machen können und unten steht dann, wenn das nicht geht, dann mach die Übung zum Beispiel. Ne? Oder wenn ein Gelenk hypermobil ist, also zu viel Bewegung hat, dann kommt eine silbergraue Kopfzeile und da steht oben drin, wie kann ich dieses Gelenk, Entschuldigung, stabilisieren. Und am Ende gibt es eine blaue Kopfzeile und die heißt gut zu wissen. Und da werden dann zum Beispiel, nehmen wir mal unten, wenn wir anfangen, Fußzehen, kommt Hallux Valgus, da kommt Hammerzeh, da kommt Hohlfuß, da kommt Rundfuß, da kommt Spreizfuß, da kommt Senkspreizfuß. Und da wird man angeleitet mit, richtig, wenn das so, dann macht das so. Und so kriegt man praktisch eine führende Hand von meiner Seite indirekt, wo man ganz einfach selber solche Sachen beheben kann. Also eine richtige Hausapotheke. Es ist eine richtige orthopädische Hausapotheke, so ist es. Super. Und jetzt haben wir aber, weil die Grundlage der Bücher, die ist auf ein unwahrscheinlich großes und positives Echo gestoßen. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ob wir das nicht auch in Englisch machen sollten. Und haben dann aber einen anderen Weg gewählt. Wir sind hergegangen und haben diese 3 Bücher aufgeteilt und wir haben insgesamt 17 Gelenke, beziehungsweise eine Einführung und 16 Gelenke, so muss man es genau sagen. Und da kann man, wenn man jetzt ein Knieproblem hat, kann man eben nur das Knie bestellen. Und kann man jede, wie er gerade so auch finanziell das im Endeffekt sich leisten kann, kann er ganz niedrig einsteigen und kann sagen, ich hole mir nur dieses Gelenk. Man kann aber auch das genauso, wie es momentan in der Papierform ist, sich eben die ganzen Beingelenke, die ganzen Armgelenke und die ganze Wirbelsäule praktisch bestellen. Das ist von der Seite her auch so gewollt. Und zum Schluss eben nochmal alle Gelenke zusammen in einem digitalen, also ähnlich wie ein E-Book, aber das läuft dann praktisch auf dem ganzen Bildschirm. Das kann ich dann auch gerne mal zeigen. Und dann haben wir das in Englisch jetzt momentan angestoßen und wir sind kurz vor Fertigstellung. Ja, und dann hat wieder der Jörg einen tollen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn einer da ist, der sich ein Papierbuch greift, da gibt es auch welche, die kaufen sich nur noch ein digitales Buch. Und da sind wir jetzt gerade dabei und wir werden Ende Mai werden wir praktisch mit dem digitalen Buch fertig sein. Und da möchte ich ganz einfach kurz mal was zeigen, wie das funktioniert. Das ist also ein Flip-Buch, wie das heißt.
Das wird auf Bildschirmgröße, hat man das Buch vor sich liegen und kann dann im Endeffekt das Ganze bestellen. So, kleinen Moment. Und das sieht man jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich mal gucken, Jörg, siehst du momentan? Nein, noch nicht da. Du musst noch den Bildschirm freigeben wahrscheinlich. Dann muss ich hier unten das Bildschirm freigeben. So, und jetzt ja, es tut was. So, und da sieht man jetzt eben dieses Flipbook. Und ich gehe mal hier, hört man auf die Seite 88, weil daher die Information auf. Und da kann man jetzt zum Beispiel diese Grundlagen mal kurz sehen. Dann haben wir auf dieser Seite das Thema 10 Gelenke Beweglichkeit. Und da werden jetzt eben diese 10 Gelenke vorgestellt und die Bewegungen, die man machen können sollte. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese Bewegung nicht gut kann, dann steht hier unten, mach die Seite, geh auf die Seite 94, 95, da gehe ich jetzt schon mal drauf und dann bin ich hier bei 94, 95 und das ist die Situation, wie man dann diese eingeschränkte Position, wie man die dann verbessern kann. Ne? Ja, super, ganz und toll. Dann, wenn man jetzt das weiter schaut, kommen wir zu den Zehengelenken, wieder aber instabil und jetzt müssen wir kräftigen und da gibt es dann diverse Übungen, wie jetzt zum Beispiel so auf dieser Matte, wo man mit den Zehen so greift. Das ist genau alles beschrieben, wie man damit umgeht und wenn man da dann noch zum Ende geht und dann kommen wir eben hier gut zu wissen hier oben, dann sehen wir hier, Hallux, was können Sie tun? Wir können uns auch das mal vorstellen, weshalb ein Hallux im Endeffekt operiert werden soll, weil operiert wird hier unten. Aber die Ursache, die ist oben am seitlichen Unterschenkel. Das ist die Ursache. Und wenn man sich hier operieren lässt, und dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die sagen, das war mal ein Vierteljahr gut und dann war es genau wieder so, wie es vorher auch war. So, und dann haben wir hier eben auch die Übungen dazu, kann man gleich mal so sehen, mit denen man einen Hallux im Endeffekt angehen kann. Dann gibt es hier zum Beispiel eben den Hammerzeh. Dann wird von mir, ich habe das alles selber gezeichnet, wird aufgeschrieben und aufgezeichnet, was passiert denn bei einem Hammerzeh? Und dann habe ich genau beschrieben, welche Muskeln im Endeffekt diesen Zeh in diese Position bringen. Und hier haben wir nochmal einen Überblick über diese Muskeln, also die, die man hier jetzt okay, oder orangefarben sieht, das sind praktisch diese, die wir hier sehen. Und die, die wir hier violett sehen, ist praktisch diese obere, die Extensoren. So, und so ist praktisch dieses Buch auf und auch wieder die Übung dazu, so ist dieses Buch dann aufgeteilt. Ja, super. Und da kann man eben auch hergehen, kann das Einzelne bestellen oder auch, wenn man will, kann man das eben auch für Beine, für Arme und für den Körperstamm auch bestellen. So sieht es aus und das lade ich Sie ein, ganz einfach mal bei AMM mal reinzusehen. Da können Sie das richtig schön nachvollziehen und wie gesagt, so ein einzelnes Gelenk, das liegt unter 10 Euro von den Kosten her. Und ich glaube schon, dass sich das im Endeffekt jeder leisten kann. Ja, toll, Burkhard. Ich muss sagen, nicht nur der günstige Preis. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan von E-Books gewesen, weil sie für mich so unübersichtlich sind gegenüber normalen Buch. Aber wenn ich sehe, wie du hier drin rumgeblättert hast, wie du die Querverweise locker nachvollziehen kannst und mal wieder zurücklaufen kannst, ist einfach toll. Also dafür ganz herzlichen Dank. Super. Und fürs Gespräch natürlich auch. Ich bedanke mich auch, Jörg, für die Zeit, die du dir genommen hast und für die Technik, die du zur Verfügung gestellt hast. Und wir sehen uns wieder am Freitag. Ja, ganz herzlichen Dank und bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss.